Glück bedeutet für mich einfach irgendwie mit sich selber rauskommen. Viele Leute kommen ja mit sich selber gar nicht aus. Und jemand, der mit sich selber nicht auskommt, der kann einen anderen nicht glücklich machen. Glücklich kann man nur sein, wenn man sieht, dass es dem anderen gut geht, dass man gemeinsam etwas gemacht hat und natürlich auch, dass man selber zufrieden ist. Und ich muss sagen, ich habe immer versucht, das zu leben und bin auch ein glücklicher Mensch in der Form. Wenn ich auch sagen muss, ich bin oft enttäuscht worden, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich auch viel, viel Freude bekommen habe und das, was ich gegeben habe, auch vielfach zurückbekommen habe an Zuneigung, an Verständnis, irgendwie auch, irgendwie, wenn man so salopp ausdrückt, an Liebe, an angenommen sein. Ich habe den Leuten oft viel zugemutet, weil ich habe nicht ein einfacher Mensch in der Form, dass mein Lebensstil immer so linear war. Und oft einmal war es schon eine Zumutung, wenn sie gesehen haben, wie er lebt und wie er sich benimmt und so weiter. Aber trotzdem, sie haben einfach gesagt, so ist er halt, er will uns helfen, er ist nahe. Und ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich den Bürgern nahe war. Ich bin ein religiöser Mensch, aber nicht unbedingt ein 10-Gebote-Mensch in der Form, dass ich immer sage, da muss der Paragraf eingehalten werden, da muss die Vorschrift eingehalten werden, da muss dieses Dogma genauer so eingehalten werden und so weiter. Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Ich bin ein religiöser Mensch, aber für mich ist Religiosität dem anderen helfen, dem anderen nahe sein, schauen, dass man miteinander auskommt. Und ich sage auch beim Tod, ja, wenn man zum Tod hinkommt, dann ist halt so, die einen sagen, jetzt ist aus, zu der Kategorie gehöre ich nicht. Die anderen sagen, man wird weiterleben in der Reinkarnation. Da muss ich auch sagen, das glaube ich bis zu einem gewissen Grad. Für mich ist das Weiterleben auch so, dass die Gene, die du den Kindern weitergegeben hast, hoffentlich die guten, dass die weiterleben, dass die Taten, die du gesetzt hast, dass die weiterleben, dass du dort irgendwie verwirklicht bist. Und dann glaube ich persönlich schon auch, dass irgendetwas muss es doch geben. Denn von selber geschieht meistens nichts. Irgendwo muss eine Hand sein. Ob die jetzt so genannt wird oder anders genannt wird. Das heißt, ich bin gläubig, aber nicht so, dass ich oft die Kirche, ich sage, die Lehre Christi ist für mich das Evangelium, beziehungsweise das, was ich, an das, was ich glaube. Oft einmal die Kirche ist nicht unbedingt immer die, die das widerspiegelt. Denn die wird halt auch von Menschen gestaltet. Und da hätte ich schon das eine und das andere ein bisschen auszusetzen. Für mich kommt es darauf an, was wir während der Zeit zwischen dem Geborensein und dem Tod, dem Abschied, was wir in der Zeit getan haben. Ob wir die Zeit gelebt haben, ob wir sie ausgefüllt haben, ob wir irgendwie das Miteinander verstanden haben, das Christus gelehrt hat, ob wir nicht in den Buchstaben, sondern den Inhalt der Lehre irgendwie verstehen. Das heißt, dass wir da sind zu lieben und natürlich freut man sich auch, wenn man geliebt wird. Es gibt im Leben immer Höhen und Tiefen, Dinge, wo man sagt, das ärgert mich und jetzt ist alles einmal vorbei und dann gibt es wieder Zeiten der Hoffnung, wo man eben sagt, na, so tragisch ist es nicht, das ist trotzdem schön und ich freue mich, über den Augenblick. Ich genieße jeden Augenblick, den ich auf der Welt bin und schaue, dass ich halbwegs ordentlich lebe, dass ich mit den anderen Leuten auskomme, dass ich ihnen helfe und dass sie sagen, wenn ich gestorben bin, ja, er war ein guter Mensch. Ich bin aber auch eines draufgekommen, ein großer Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, das ist, dass ich eigentlich die von den Leuten, die mir am nächsten waren, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin. Das heißt, die, wenn ich gelacht habe, genau gewusst haben, in der Seele ist eine gewisse Trauer da, die das merken und die irgendwie einen Ausgleich zwischen dem äußeren Lächeln auf die Lippen mit dem inneren Trauer herstellen wollten. Das heißt, die Familie, meine engsten Mitarbeiter, meine Partner, die habe ich teilweise irgendwie vernachlässigt oder wenigstens überfordert. Von ihnen habe ich einfach nur gefordert, ohne dass ich ihnen etwas Richtiges gegeben habe. Ich habe ihnen schon materielle Sachen gegeben,
dass sie die Familie erhalten haben, dass sie alles gekannt haben, deren, die Entwicklung. Aber was ihnen nicht geben habe können und nicht gegeben habe, ist die Zeit. Und die Zeit ist oft viel mehr wert wie ein Konto bzw. eine Vollmacht. Du kannst über dieses Konto verfügen, du kannst, wenn du willst, einmal einen Ausflug machen, du kannst in den Urlaub gehen, du kannst dir das kaufen. Das ist alles schön, aber es müsste von Liebe, von Zeit begleiten, von Partnerschaft begleitet werden. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich oft zu wenig Zeit gehabt. Und ich bin halt der Typ, lieber tue ich selber ein Opfer bringen, tue mir selber was zumuten, aber nicht nur mir, sondern denjenigen, die ein Teil von mir sind, den Familienmitgliedern, zugunsten von den anderen, denen wir dafür vielleicht gar nicht einmal dankbar sein. Und die vor allem nicht da sein, wenn ich sie brauche. Die Familienmitglieder sind da. Und deswegen sage ich, wenn ich heute an die heutige Partnerschaft denke, und auch, ich meine, auch die erste Partnerschaft, das ist eine, das war irgendwie, das sind da, wenn es mir schlecht geht, dann gehst du ja doch wieder heim und redest mit ihnen. Und obwohl sie oft einmal den Dank nicht spüren, weil man einfach nicht da ist, wenn ihnen etwas fehlt, weil man allemlei für die anderen da ist. Nicht? Und ich muss sagen, heute ist so nicht, dass ich meine Tochter nicht, die steht ja 150% hinter mir, die versteckt mir jeden Tag einmal im Schlafzimmer, im Waschraum und einmal im Büro irgendwie ein Liebesbrief oder irgendetwas nicht, wo ich sehe einfach, die freuen sich mit mir. Und das irgendwie, vor allem je älter man wird, desto mehr wird man wieder Kind, desto mehr freut man sich auch über Kleinigkeiten, über Zeichen der Zuneigung. Und deswegen sage ich, meine Lebenspartnerin und mein Kind, das ist für mich halt alles, obwohl ich es oft nicht zeige. Erst einmal, weil ich nicht gerne aus mir herausgehe, sondern oft einmal ist man wie ein Schneckenhaus. Man wartet drin und möchte gern, aber traut sich nicht, das zu sagen, sich unter Anführungszeichen so zu geben, wie man ist, bloßzustellen unter Anführungszeichen. In Wirklichkeit, wenn man es sagen würde, wäre man selber glücklich und würde den anderen glücklich machen, aber man hat oft einmal nicht die Kraft, das auch zuzugeben, weil man meint, das wäre nicht männlich, das wäre irgendwie nicht erwachsen sein, nicht? Obwohl in Wirklichkeit gerade solche Zeichen, weil das Glück besteht, nicht aus großartigen Sachen, sondern aus vielen kleinen Sachen. Und die sollte man auch pflegen und die habe ich zum Teil zu wenig gepflegt. Für mich ist oft einmal viel leichter, irgendwie den starken Mann zu spielen, nach außen ungefähr zu zeigen, mich bringt nichts um. Und obwohl man innerlich spürt, da sind schon auch Bruchstellen da, nicht? Aber da ist man halt, das ist halt auch vielleicht auch die Erziehung und das ist auch vielleicht irgendwie die männliche Selbsteinbildung, nicht? Ich probiere schon loszukommen von der Politik, aber immer wieder, man schaut halt zurück und man muss halt den eigenen Kommentar abgeben und so weiter. Man weiß aber auf der anderen Seite, dass das wahre Nest und wahre Hort ist eigentlich die Familie. Dort kannst du dir auch einmal eine Blöße geben, ohne dass du irgendwie, dass da irgendwie die Achillesferse irgendwie getroffen wird. Sondern dort kannst du geben, wie du bist. Nicht? Und das ist eigentlich das, was einen innerlich glücklich macht, wenn man es auch oft einmal nach außen nicht zugibt. Wir Menschen haben nicht die Fähigkeit, von vorne anzufangen. Wir können uns das noch so oft wünschen. Was vorbei ist, ist vorbei. Und es nutzt gar nichts, im Alter auf ein gelungenes Leben zurückzuschauen. Das ist viel zu spät. Es geht darum, dass ich Stückchen für Stückchen im Hier und Jetzt meine Ideen umsetze oder mein Leben gestalte.
Und während dieses Gestaltens, während dieses Umsetzens entsteht gelingendes Leben. Auch wenn es ab und zu nicht gelingt. Das Scheitern gehört dazu. Wir lernen ja vor allem durch Versuch und Irrtum, wir Menschen, wir sind so gemacht. Aber wenn man sich immer wieder wünscht, wenn ich nur noch einmal anfangen könnte, das ist viel zu spät. Ich hoffe, dass ich auch in 10 Jahren, sollte ich noch am Leben sein und sollte ich noch relativ gesund sein, nicht vom Zurückschauen leben muss, sondern nach vorne schauen kann und neue Projekte habe, neue Ideen habe, für die es sich lohnt zu leben. Der Sinn des Lebens fällt nicht vom Himmel. Das kann noch so unnütz sein, was ich tue. Ich bin der typische Eroberer des Nutzlosen. Aber all mein Tun vom 5-jährigen Buben, der den ersten 3000er bestiegen hat, über den Erwachsenen, der allein auf den Everest gestiegen ist, bis zum Museumsgestalter mit 60 Jahren, bis zum Filmemacher mit 75 Jahren, ich war immer glücklich, wenn ich Ideen hatte, die ich umsetzen durfte. Und wenn mich die Leute nicht ließen, was meistens der Fall war, weil irgendjemand ein Veto eingelegt hat, obwohl er gar kein Recht hatte dazu, habe ich alle meine Kräfte gebündelt und habe diese Widerstände versucht, aus dem Weg zu räumen. Und meistens ist mir das gelungen und das wird mir auch weiterhin gelingen. Und dann habe ich eben umgesetzt. Und wenn es fertig war, habe ich mir neue Herausforderungen gesucht. Und die Möglichkeiten liegen auf der Straße. Ich habe keine Sorge, dass mir die Ideen je ausgehen werden. Ich habe mehrere Visionen, die ich unbedingt umsetzen will. Es geht nach wie vor, wir Menschen haben auf dieser Erde die Möglichkeit, uns auszudrücken. Ich drücke mich auch über meine Bergsteigerei aus, die ich früher mit Vehemenz betrieben habe. Ich habe mich ausgedrückt über meine Museen. Im Moment drücke ich mich aus mit meinen Filmen. Da stecke ich sehr viele Gedanken und Vorstellungen hinein, bin ich sehr dankbar dafür. Und ich werde mich auch weiterhin ausdrücken. Das ist mal eines. Und auch der Versuch, dass ich das versuchen darf, füllt mich schon aus. Das muss nicht immer ein Erfolg sein. Und ich habe etwa ein Drittel meiner Versuche, die ich gemacht habe, nicht zu Ende gebracht. Das ist dann aus irgendeinem Grund, weil ich es nicht konnte oder weil ich nicht die richtigen Partner hatte oder weil ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, nicht umsetzen können. Habe aber jeweils etwas davon gelernt, habe das Gelernte wieder eingebracht in die nächste Versuchsreihe und ab und zu ist mir auch etwas gelungen. Und ich bin völlig zufrieden damit. Ich bin ein völlig zufriedener Mensch, wenn man mich in Frieden lässt. Wenn man mich nicht in Frieden lässt, bin ich nach wie vor wie ein Wilder, der auf meine Feinde losgeht und versucht, sie auf der Seite zu räumen, damit ich meine Sachen machen kann. Glauben ist für mich keine Dimension. Ich weiß oder ich akzeptiere das Jenseitige. Ich bezeichne die göttliche Dimension, und wenn ich jetzt das Wort göttlich in die Hand nehme, dann zitiere ich Hölderlin. Hölderlin sagt nie Gott, sondern sagt immer das Göttliche. Ich akzeptiere das Göttliche als ein Jenseitiges, jenseits unserer menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Wir haben keine Sinne und keinen Intellekt und keine Emotionen und keine Empathie, um das Jenseitige zu erkennen. Das lasse ich offen. Aber alle Götter, die es gibt, im Hinduismus gibt es 100.000, im Griechentum gab es 2 Dutzend, bei den Römern 1 Dutzend. Alle Götter, die es gibt, sind menschengemacht. Die sind in den Köpfen der Menschen entstanden. Die Religionen sind alle menschengemacht. Ursprünglich als Machtmittel, später als Lebenshilfen. Und als Lebenshilfen sind sie leider beim Verlustigwerden. Also wir verlieren sie. Und das ist schade. Also ich bin nicht ein antireligiöser Mensch. Ich lasse mir nur nicht irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen. Aber über diese Erkenntnisse hinaus, dass die Religionen menschengemacht sind, dass die Götter, alle Götter dieser Welt menschengemacht sind, also in der Vorstellung entstanden sind, das ist auch eine Realität, gibt es keinen Beweis, dass es im Jenseitigen nichts gibt. Wir wissen das nicht. Wir wissen nicht, was nach diesem unserem Leben passiert. Das ist jenseitig. Und es gibt sicherlich eine ordnende Kraft über dem Ganzen, über dem gesamten Kosmos, den wir mit unserem Verstand gar nicht fassen können. Und das respektiere ich als das Göttliche. Aber ich bezeichne es nicht als Gott.
Ich mache mir überhaupt keine Sorgen darüber. Warum sollte ich denn mir hier Sorgen machen, was dann im Jenseitigen passiert? Das ist viel zu früh. Das ist nicht notwendig. Die Befreiung von dieser Vorstellung, die ja mit der Aufklärung zusammenhängt, die natürlich nach Südtirol sehr spät gekommen ist, diese Aufklärung, wenn sie überhaupt dieses Land hier erreicht hat. Diese Sorge, was im Jenseitigen für mich persönlich passiert, interessiert mich null. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns einfach in einer unendlichen Stille, in einer unendlichen Weite, in einer Entschleunigung verlieren, so wie das Dasein in der Wüste ist, die Religionen kommen ja auch alle mehr oder weniger aus Wüsten, das ist eine sehr schöne Vorstellung. Also ich war ein halbes Dutzend Mal im Laufe meines Lebens in Todesnähe. Aber ich kann es mehr oder weniger an einer oder zwei Händen abzählen, je nachdem, was man dazu zählt. Niemals kam der Gedanke, dass ich jetzt sozusagen in den Himmel auffahre, sondern es war dann und wann so, dass ich mich am liebsten in das Sterben hätte fallen lassen können. Ich mache mir keine Sorge, keinen Bock, wie man heute sagt, jetzt schon, wie ich sterben würde. Ich würde am liebsten einfach friedlich entschlafen, was es dann immer ist. Das ist das Einfachste natürlich. Natürlich möchte ich nicht leiden im Alter, ich möchte nicht allein sein im Alter, ich möchte im Alter nicht untätig sein müssen, weil krank. Aber früher oder später, wir Menschen sind endlich, wir Menschen sind zerbrechlich, wir Menschen verlieren früher oder später unsere Fähigkeiten. Ich als Kletterer habe als erstes die Schnellkraft verloren, die habe ich nicht mehr wie in jungen Jahren. Ich habe die Geschicklichkeit verloren. Ich habe die Ausdauer verloren, die ich hatte. Ich glaube, ich war ein sehr ausdauernder Mensch, um nicht zu sagen Athlet. Ich war kein Athlet, aber ich habe auf Ausdauer trainiert und habe eben vor allem in der Ausdauer meine Sachen erreicht. Ich habe am Ende sogar die Leidensfähigkeit verloren. Also ich gehe heute auch lieber aufrecht aus dem Badezimmer heraus und krieche nicht am Morgen bei 40 Grad minus sozusagen wie ein Tier aus dem Zelt heraus in den Schnee. Und ich verliere langsam sogar Erfahrungen. Ich habe lange geglaubt, das bleibt mir ewig. Meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Nein, die verlieren sich langsam. Aber ich lebe damit. Ich gehöre jetzt zu der Altersgruppe, die langsam ans Jenseitige herangeführt wird. Notgedrungen, alle, das trifft uns alle. Wir müssen uns noch nicht im Jenseitigen fühlen, aber wir werden an das Jenseitige herangeführt. Es geht auch ohne uns weiter. Ohne Probleme geht es ohne uns weiter. Aber ich hätte die Welt lieber in einem anderen Zustand den nächsten Generationen überlassen. Aber ich bin nur ein Einzelner. Und ich bin in diesem Zusammenhang auch nur fähig, Ratschläge zu geben. Aber ich wäre heute nicht gewillt, um kein Geld der Welt in Südtirol Landeshauptmann zu machen. Ich bewundere den Herrn Kompatscher, der sich diese Mühe aufgehasst hat und diese ungute, durch die Gassen getrieben werden, Zustände selber gewünscht hat, das Landeshauptmannamt erobert hat und es auch ausfüllt. Also wenn ich jetzt mein Leben in drei Teile aufteile, lebe ich natürlich im letzten Drittel. Aber ich teile mein Leben nicht so ein, sondern ich lebe in der 7. Lebensphase und ich schließe nicht aus, dass ich noch eine 8. Lebensphase anhänge. Also ich werde nie den Musikern liegen, das kann ich nicht. Also ich bin dankbar, dass ich viele Ideen umsetzen durfte. Oft waren ja auch Helfer dabei. Ich muss in diesem Zusammenhang wirklich meinen Freund Landeshauptmann Dornwalder nennen, ohne den ich Simonskraum nicht hätte durchsetzen können. Und wie viel Widerstände damals überwunden werden mussten, über Jahre hinweg, dieses Gemäuer nun wieder zu beleben und dann am Ende mit einer Idee zu füllen und diese auch mit Erfolg betreiben zu können, das weiß heute kaum noch jemand. Aber wenn ich nicht dann und wann ein paar Leute gehabt hätte, die auf mich vertraut hätten, die mir Vertrauen geschenkt hätten, dann hätte ich das nicht machen können. Aber natürlich habe ich auch sehr viel Energie entwickelt durch das Umsetzen dieser Sache. Wenn ich meine ganze Zeit, meine ganzen Mittel, meine Begeisterung einem Thema widme und dieses Thema dann auch umgesetzt wird und am Ende erfolgreich funktioniert, dann kriege ich eine Menge an Energie zurück.
Und ich habe in meinem Leben bisher die Energie, die ich ausgegeben habe, immer noch zurückgekriegt. Deswegen ist mir noch viel Energie geblieben. Und wenn die Südtiroler meinen, dass sie mich jetzt schon begraben dürfen, dann haben sie sich getäuscht. Wenn ich wählen könnte, würde ich nochmals dasselbe wählen. Genau dasselbe. Die gleiche Tätigkeit, die gleiche Schule bei den Franziskanern, die Universität, dann die Anwaltskanzlei, dann die Politik. Ist alles gut gelaufen. Ich würde die gleiche Frau, die gleichen Kinder erzeugen, aber Mordsfreude mit meinen Töchtern. Und auch mit meinen Enkelkindern, ich habe 15 Enkelkinder und 2 Urenkel. Ich bin mit mir zufrieden. Ob die Leute mit mir zufrieden sind, weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Mein Lebensmotto ist gewesen in alter Zeit, politische Karriere zu machen. Dann, wenn ich ins Parlament gekommen bin, hat mich nichts mehr gefreut. Und dann habe ich halt die Tätigkeit in der Partei ausgeübt, weil der Maniago nicht mehr konnte. Aber ich habe sofort gesagt, ich mache das auf kürzeste Zeit, weil das ist nicht mein Metier. Das will ich nicht. Ich will nicht Parteiobmann sein. Ich war ein begeisterter Jurist, habe gerne an der Universität gearbeitet, habe auch, muss ich dazu sagen, gerne Politik gemacht, aber wollte nicht in der Partei selbst eine Karriere machen. Das war nicht mein Campus, mein Metier. Das hat mich auch verdrossen. Das ganze Parteileben hat mich verdrossen. Hobbys habe ich verschiedene gehabt, schöne gehabt. Habe auch eine schöne Erinnerung an mein Leben. Eine herrliche Erinnerung an mein Leben. Ich möchte nicht 5 Minuten versäumen von dem, was ich gelebt habe. Ich habe eigentlich immer ein bisschen ein erfolgreiches Leben gehabt und große Rückschläge habe ich auch nie gehabt. Ist auch schade, weil große Rückschläge geben dir im Allgemeinen Kraft. Ich habe sie nie gekannt. Ich habe immer so ein mehr oder weniger erfolgreiches Leben gehabt und bin mit dem auf bis zu 91,5 Jahre gelangt. Ob das richtig ist oder falsch, weiß ich nicht. Aber so ist es halt. Man muss mit dem Leben so abschließen, wie man das Leben in Realität erlebt hat. Wie man es in seiner Wirklichkeit erlebt hat. So muss man es abschließen. Und nicht nachtrauern und sagen, das habe ich versäumt und jenes habe ich versäumt. Ich habe gar nichts versäumt. Nichts habe ich versäumt. Ich habe alles so erlebt, wie ich es erleben wollte. Und heute habe ich eben keinen Platz zum Nachtrauern. Ich war eigentlich immer mit allem zufrieden. Und das ist das, was ich jeden anraten würde. Seid zufrieden mit eurem Leben. Seid zufrieden mit eurer Wahl. Das ist das Wichtigste. Sonst trauert man irgendwo dahin. Und das tut nicht gut. Das tut dem Kopf nicht gut und tut auch den Mitmenschen nicht gut. Seid gerade zufrieden. Ich bin überzeugt, dass die kirchliche Lehre die einzige ist,
die uns die Wahrheit sagt. Weil zu glauben, dass überhaupt nichts mehr besteht, ist nicht meine Meinung. Ich bin überzeugt, dass es eine Wiedervereinigung aller Menschen gibt, im seelischen Sinn. Es wäre ja zu arg, wenn wir nichts mehr wären. Ja, ich glaube an Gott. Glaube an die Unsterblichkeit des Menschen, die Wiederauferstehung. Glaube nicht an alles, was gesagt wird. Auch von Kirchenseiten nicht alles. Aber bin eigentlich immer zufrieden gewesen mit der Wahl, die getroffen wurde. Ich war sehr zufrieden mit dem Bischof, mit dem Pfarrer in Frankfurt. Es war alles ein vernünftiger Kontakt mit ihnen. Und ein schönes Seelenleben habe ich eigentlich gehabt. Habe immer wieder an Gott geglaubt, ohne viel in die Kirche zu rennen. Ich bin kein großer Kirchengeher, aber ich bin ein guter Gläubiger. Ich bin jetzt 91 schon gewesen und wenn der Tod mich erreicht oder erwischt, dann nehme ich das gerne zur Kenntnis. Weil irgendwann muss es ja fertig sein. Jetzt bin ich fast 92 und bin der Meinung, dass irgendwann einmal Schluss sein muss. Ich bin noch stark, ich gehe noch ohne Stock, aber es ist halt so, dass irgendwann das Leben ein Ende findet. Nos habebit humus. So klingt es im schönen Lied. Nos habebit humus. Es wird uns die Erde wieder haben. Ich muss sagen, ich habe bis vor kurzem den jungen Menschen geraten, sie sollen auf alle Fälle studieren. Heutzutage bin ich nicht mehr unbedingt der Meinung. Sie sollten jetzt was tun. Wehe ihnen, wenn sie nichts tun. Weil mit dem Nichtstun verderben sie die Gesellschaft, ihr eigenes Haus, ihre Sitten, alles. Sie müssen etwas tun. Für mich ist wichtig zu sehen, dass meine Nachkommen gesund, tüchtig erwachsen, dass sie eine Gesellschaft bilden, die mein Traum war früher. Das ist das, was ich mir heute erwünsche und was mich freut. Wenn man mit jemandem spricht und sagt, das ist furchtbar und schrecklich, ich finde sie nicht so schrecklich. Ich finde sie ganz logisch im Sinne, dass es so weitergeht, wie man das gesehen hat. Ich habe Menschen kennengelernt, die von vornherein gesagt haben, fürchterliche Gesellschaft, die um mich herum ist. Ich finde sie gar nicht so fürchterlich. Ich finde sie genauso, wie wir waren, sind sie heute. Die Jungen sind ausgezeichnet. Ich sehe meine jungen Enkel, die studieren und kämpfen für das Land, für die Menschen, für die Mitmenschen. Es geht alles genauso, wie wir es uns geträumt haben. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden.
Ja, in 40 Jahren. 40 Jahre habe ich einen Rennschrauber gehabt und nach ein paar Jahren noch einen anderen. Und dann bin ich auf dem Panda 4x4 umgestiegen und der, mit dem fahre ich wirklich gern, weil es ein feines Auto ist und auch im Winter, da manchmal ist die Straße bei uns eisig und der Panda geht wirklich ganz gut. Ja, zufrieden bin ich. Also das ist etwas, was ich auch in schlimmen Situationen, aber die Zufriedenheit, das ist für mich eines der höchsten Güter. Ich bin mal katholisch aufgewachsen und noch in einer Zeit, wo die 10 Gebote noch was gegolten haben. Und da bin ich eigentlich in der Beziehung bin ich eher noch ein bisschen altmodisch, muss ich sagen. Und ich glaube, das, was mir eigentlich auch so im Leben mitgegeben worden ist, sicher von meiner Mutter und von meinem Onkel. Und deswegen bin ich eigentlich schon ein tiefgläubiger Mensch. Ja, die zwei größten Schicksalsschläge in meinem Leben waren sicher der Tod meines Kindes. Der Jürgen, der ist mit 3 Jahren gestorben bei einer Polypenoperation und der plötzliche Tod meines Mannes mit 62 Jahren. Nein, eigentlich muss ich ehrlich sagen, jetzt auch deswegen wahrscheinlich verhältnismäßig überwunden. Früher hat es ja keine Psychologen gegeben und das hat man ja alles selber tun müssen. Dass ich mir einfach gesagt habe, der Herrgott hat ihn gegeben und der Herrgott hat ihn genommen. Weil wenn man angefangen hätte, sich mit dem Herrgott jetzt in Konfrontation zu stellen, nachher wäre es noch schlimmer gewesen. Ja, das Leben nach dem Tod, das kann ich mir eigentlich nicht richtig vorstellen da mache ich mir eigentlich auch nicht viel Gedanken. Natürlich wäre es schön, wenn man wieder mit Mann und Kind vereint sein könnte, aber ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Jetzt sagen Sie schon, wo ich hingehe. Ah, Freude machen wir. Meine Kinder, meine Enkelkinder, die Urenkelkinder, da die Gruppe, das Leben da herum machen wir Freude. Ich bin bei Frauen helfen Frauen, hausgeschützten Wohnungen und auch ein bisschen bei der SVP Frauen noch. Und das machen wir, die Arbeit mit den Frauen machen wir auch Freude. Solange mein Mann gelebt hat, war ich eigentlich kaum tätig. Und sobald er gestorben gewesen ist, nachher ist mir vorgekommen, jetzt habe ich Zeit. Und nachher habe ich mich halt auch einfach für Frauen eingesetzt in der Partei und später eben nachher bei Frauen helfen Frauen. Ich bin verantwortlich für die Frau seit, ich weiß es nicht mehr genau, aber halt, über 50 Jahre. Schauen wir halt alles so und lese es und gebe Inputs. Ja, solange sie mich machen lassen und die Lust haben, möchte ich es schon machen. Und ich bin jetzt einmal gefragt worden, ob das eine Seniorenzeitung ist. Dann habe ich gesagt, nein, das ist eine Frauenzeitung, weil ich fiel mir ein, dass ich trotz meines hohen Alters eigentlich noch verhältnismäßig noch modern bin. Oder modern denke. Zu meiner Zeit waren Frauen in der Politik ja überhaupt in Südtirol. War es nie möglich gewesen, in die Politik zu gehen. Und außerdem, wenn man einen Mann hat, der in der Politik ist, nachher
geht sowieso nicht. Ja, also man loslassen muss man eigentlich fast dauernd irgendetwas und das früher oder später werde ich sicher auch. Aber solange ich kann, möchte ich schon die Sachen machen, die ich bis jetzt gemacht habe, weil das sicher auch etwas ist, was man im Leben gut tut. Weil sobald man loslässt, ist man erledigt. Ja, solange man sich interessiert, solange man noch Arbeit am Geschehen sich beteiligt und alles mitverfolgt, so lange lebt man. Und wenn man das alles abgibt, wahrscheinlich der Geist geht zurück und alles andere. Ja. Meine Auffassung ist die, dass solange man überall mittut und sich interessiert und mitlebt und das strahlt man sicher aus. Und das ist mein Geheimrezept, nicht? Also nicht Luck lassen. Meine Welt hat sich, seit ich denken kann, hat sich ja enorm viel verändert. Schon allein, dass heute jeder ein Auto fährt, dass die meisten Leute eine eigene Wohnung haben, dass sie ein Boot haben, dass überall fließendes Wasser ist, dass auf jeden Hof ein Weg hinführt, dass überall das elektrische Licht ist, was zur damaligen Zeit, wie ich klein war, ja noch absolut nicht selbstverständlich war. Und ja, es hat sich eigentlich grundsätzlich alles verändert, dass die Frauen heute mehr Mitspracherecht haben, dass sie eine gewisse Gleichberechtigung da ist und dass die Leute, die älteren Leute eine Pension kriegen, dass man nicht den Arzt selber zahlen muss, sondern dass ein gut bestehendes Sanitätswesen da ist und ja, also mehr, glaube ich, kann eine Veränderung fast nicht sein. Die Werte, da hat sich sicher auch viel verändert, weil die Zufriedenheit, die ist halt leider bei den meisten Leuten nicht mehr da. Sie nehmen alles selbstverständlich und was auch sicher fehlt, ist die Dankbarkeit, die eigentlich etwas Wesentliches ist. Aber das haben die Leute auch sicher verloren. Es ist für sie eigentlich alles selbstverständlich. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, dann würde ich vielleicht das Einzige anders machen, dass ich studieren würde, dass ich nicht mit 21 Jahren heiraten täte. Das wären vielleicht die 20 Sachen, die ich anders machen täte. Ich hätte vielleicht ganz gern Medizin studiert oder vielleicht hätte ich unterrichtet. Ja, vielleicht auch just. Je weniger man darüber nachdenkt, glaube ich, desto besser es ist. Angst. Man überlegt sich schon, wie es sein wird, aber ich lebe das Leben so, wie es jeden Tag. Und solange man noch Lebensfreude hat, ist das Leben ja schön. Ja, wenn ich so bin, wie ich jetzt bin, schon, aber sonst habe ich eigentlich keine Ambitionen, 100 zu werden. Aber jetzt trinken Sie schon einen Kaffee. Gerne. Ja.